Serie findet ihn ganz sexy, bis eben auf die Felgen. Deswegen gucken wir mal kurz. Style Pack 1 ist... Oh. Sehr sexy. Wir haben schöne HAE-Felgen drauf. Wir haben ein bisschen breiter, ist ein gutes Stück breiter. Und einen schönen, dezenten Spoiler. Gefällt mir sehr gut. Und das Razer Pack ist... Das hat wieder BBS drauf. Ah, da wird wieder mein... Da triggert man mich wieder. Nachteil ist, der Kollege ist nicht so breit. Hat zwar einen schönen Rennspoiler und auch der Rest ist ein bisschen mehr auf Waze-Optik, also vorne Stoßstangen und sowas. Aber das erste Mal, wo ich jetzt sage, ja, die BBS sind cool, aber das Ding sieht einfach vom Proportionen viel geiler aus. Man würde jetzt sagen, hey, der müsste noch tiefer, wenn man sich mal vorne anguckt, wo der Reifen und Kurflügel stehen, ist da nichts damit tiefer, weil der Kollege sich nämlich sonst von den Kurflügel fickt. Aber so vom optischen Paket wirkt der einfach geiler, weil er halt durch diesen Breitbau echt bullig wirkt. Deswegen nehmen wir heute keine BBS. Ich weiß, ab jetzt im Moment kann man jetzt abschalten, den Kanal deabonnieren. Das sind so Momente, der glitzert wunderschön, ne? Ich will mal hier abzufeiern, warte mal kurz. Ich krieg diese Steuerung von diesem Fotomodus nicht auf der Kette, ne? Ich kann euch das sagen, das Ding steuert sich wie Sacknüsse. Okay, Fitment ist mal wieder überhaupt nicht da, aber sonst so vom... Was ist das? Warum ragt da irgendwas durch unsere Haube? Wir gehen da nicht hin, das ist gut. Sind das unsere Füße? Keine Ahnung, was ist, aber irgendwas ragt durch unsere Haube. Also Fitment mochte ich nicht versuchen, Giovanni so gerne. Jetzt ist wieder weg, komm, schnell gut. So, wir fahren mal die... Ich weiß nicht, ob es eine Abkürzung ist. Nein, ist es nicht! Scheune! Ja gut, fangen wir da an, wo wir letztes Mal aufgehört haben, ne? Ich finde, man sollte ja auch seine alten Tugenden auf jeden Fall nicht ablegen. Die lief ja letztes Mal so gut, dass ich mir dachte, komm, dann fahren wir die wenigstens. Ja, die bringt auch was. Wenn man auf der Straße bleibt und durch die... Ich muss lernen, Kurven zu bekommen. Kurven, liebe Kinder, retten Leben. Fahrt Kurven, fahrt nicht außen rum. Es geht genauso weiter, wie ich letztes Mal aufgehört habe. Es wird nicht besser, liebe Leute. Die Feldwege sind ja das Problem, dass die Karre... Wo kommst du denn jetzt her? Alter, will der mich verarschen? Junge, Hilfe. Was passiert hier? Kriegst du nur plötzlich einen Schlag von einem Shelby in den Nacken, ey. Dem Unfall wäre ich diesmal aber nicht schuld gewesen, ey. Das war so klar, dass ich da reinfahre. Ich wollte eigentlich außen rum, mein Wagen hatte sich aber entschieden, wir fahren innen rum und dann waren wir halt in der Mitte. Und die Mitte war halt das Auto. Ich fuck selber ab, das ist so scheiße. Okay, das war jetzt nicht mehr fair, also ey, kein Scheiß. Die KI ist aber schafft wirklich. Ich wollte es gerade sagen, nirgendwo reinzufahren, in dem Moment küsst der volle Kanüle den LKW. Ich wollte es halt gerade wirklich sagen, wie geil die KI es schafft, nicht in den Gegenverkehr zu scheppern. Und du hast einfach nur so kommen gesehen, an dem LKW kommt der nicht mehr vorbei. Das war's. Guten Tag. Kriegen wir noch Platin? Es war 32.00, ich habe exakt die Zeit gefahren. Und es gibt nur Gold dafür, du willst mich doch verarschen. Du musst sicher, heißt es wirklich, bleib unter der Zeit, ne? Ich schaffe exakt die Zeit. Bei Platin ist wirklich 2.33.00. Und ich habe 2.33 exakt 0-0 gefahren. Na ja, gut, egal. Drauf geschissen, Gold ist besser als nichts. Wir fahren den Panda. Und wir haben nichts auf dem Kennzeichen stehen. Ist das normal bei dem Bodykit, dass er plötzlich gar nichts mehr draufpacken will? Das ist natürlich bei der Polizeikontrolle super, bei einem Rennen so. Wir suchen den GTR, was hat er für ein Kennzeichen? Das ist jetzt das Problem, da steht ja nichts drauf. Obwohl, damit könnten sie sich, glaube ich, sogar leichter finden. Ich glaube, im näheren Kennzeichen fällt es eher auf, als wenn da irgendwer draufsteht, glaube ich. Da ist der GTR mit dem leeren Kennzeichen. Der schwarz-weiße, ja, der mit dem extremen Bodykit. Da gibt's ein paar hier. Wir werden so an, wie der Gegenverkehr selbst einfach was macht. Okay, ich muss in Therapie. Ich sehe komische Dinge. Da hinten springen auch. Es ist so geil. Die Busse fahren ziemlich komisch, aber tue ich nicht. Also die Busse haben so einen leichten Andrang dazu, ihre Fahrgäste konsequent umzubringen. Also ein sehr spannendes Rennen, muss ich sagen. Ja, da bin ich von meinem selben Kumpel. Oh, Chaos. Ich habe gehört, es gibt schon mal keinen Platin. Da stand nämlich gerade 370 Cent, ein bisschen lange im Weg. An sich bin ich ja gut durchgekommen. Ich wollte es gerade sagen, an sich bin ich gut durchgekommen. Bis ein scheiß Ram meinte, mal komplett die Straße zu sperren. Bis halt 370 für R. Ja, also ich hätte locker Platin kriegen können. Ja, also wäre 370 nicht gewesen, hätte das schon gereicht. Der Dodge wäre nicht mal das Problem. Und er geht auch quer. Aber er bräuchte, also entweder müssen wir die Besetzung ändern.
Weil der zweite ist dann zu sehr im Drehzahl begrenzt und der dritte ist halt zu langsam. Oder wir bräuchten mehr Bums, und sind wir ehrlich, mehr Bums bräuchten wir auf jeden Fall. Keine Schaden. Gucken wir mal, Kurvenlage ist am Start. Okay, jetzt geht's geradeaus. Okay, irgendwann ist ja auch gut mit Serienreifen. Irgendwann kann man auch mit 200 keine Kurven mehr fahren. Das macht dann aber irgendwann mal Sinn. Das ist ja dann legitim. Das darf er ja dann auch. Dafür gibt's ja dann die Rennreifen. Ne? Dafür gibt's ja Rennreifen, Sportreifen, sowas. Ja, hier, nämlich hier Kurvenflügel vorne können wir auch aus Carbonara machen. Und ich würde auch sagen, es wäre ja geil, wenn das performance-technisch noch eine Auswirkung hätte, ne? Dass das Ding noch leichter machen könnte. Aber wenn wir Carbon machen können, ihr kennt das, ne? Wenn ich jetzt auch BBS auf das Motorrad machen könnte, dann wäre komplett Endstufe und Luftfahrwerk rein. Dann ist es das perfekte Bike für mich. Wir machen schön Carbon-Kurvenflügel vorne. Ich finde auch lustig, dass ihr Drehzahlmesser die ganze Zeit hochjagt. Ich weiß nicht, warum er das macht, aber unser Drehzahlmesser wandert die ganze Zeit mit. Keine Ahnung, warum. Stört, weil vorne habe ich Carbon und vorne hinten nicht, deswegen lassen wir es dann ganz weg. Obwohl, ach, dann wird die Schwinge Carbon, aber wir kriegen die Abdeckung drüber. Warum kann ich die Schwinge nicht in Carbon haben ohne die Abdeckung? Oh, die wollen mich doch, also Ivory Tower, guckt doch meine Videos, die wollen mich doch echt triggern mit ihren scheiß Auswählen. Jetzt mal kein Mist, Alter, warum gibt's das denn? Ich find's einerseits cool, andererseits finde ich ohne aber auch geil, weil es dann schön. Ich mach's ohne, nee, ich lass weg. Ich find's, ey. Das Ding zieht halt nach vorne wie bescheuert, aber man muss auch das Gewichtsverhältnis lenken. Das ist eigentlich auf Hypercar-Niveau hier. Das ist in der Street-Klasse. Du hast eigentlich einen Fahrrad. Jetzt doch. Okay, oh, ja, okay, weiter geht's. Man muss sich überlegen, ne? Das Ding ist ja eigentlich auf Hypercar-Niveau. So. Oh, schön, die Japano-Flagge. Die Japano-Flagge, mir geht's in die japanische Flagge. Oh, Alter, der Ausruf ist ja geil. Der Ausruf gefällt mir, das ist mein Geschmack. Oh, gerne mehr so Ausruf brauchen, die komplett exorbitant hinten rüberragen. Flammen schießen sowieso noch nie unsere Badeschild, das gibt's gar nicht. Guten Tag, wie geht's Ihnen? Du siehst also zwei Leute vorbeiballern, was machst du als erstes als Polizist? Du ziehst die Handbremse, stellst 180 Grad verkehrt rum in den Verkehr rein. Das ist eine sichere Methode, um möglichst schnell drauf zu gehen. Ja, 1A beide mitgenommen. Da hast du schon Platz dazwischen und ich verkack's trotzdem. Sehr nett von ihm. Ich will mal gucken, wo die stehen, damit ich da durchkomme. Genau da nicht. Egal, ich habe ihn trotzdem überholt. Es war eine Lücke und ich triff's. Ich fahre genau voll auf die Autos drauf, ey. Mann, ey. Was ist halt los? Oh, das ist eine Lücke. Nein, der ist keine Lücke, Lukas. Nimm eine Brille. Das ist eindeutig keine Lücke. Das sind massive Polizeiautos. Man muss, ein bisschen Anstand muss ja auch da sein. Weißt du, vielleicht gebe ich einen Schluck Kaffee, ne? Wäre jetzt auch am Wochenende wieder da, dann kann man sich auch mal erstmal wieder ein bisschen reinkommen hier. Das ist aber guter Kaffee. Obwohl ich am Wochenende, weil meine Eltern nicht da waren, wir mussten auf meinen kleinen Bruder auf Hunde aufpassen, habe ich selber Kaffee gekocht. Ich habe ja nochmal so eine Petmaschine, ne? Ich habe, glaube ich, in meinem Leben 2-3 Mal selber Kaffee gekocht. Also mit so einer Kaffeemaschine halt. Das hat man auch beim ersten Kaffee gemerkt. Der erste war, ich war wach. Ich war wach für die nächsten 2 Jahre. Die nächsten 2 Jahre habe ich Koffeinüberschub. Da können wir weiß nicht wohin damit. Das zweite war noch ganz okay. Und die dritte kann er auch noch. Also, ja, man merkt, Problem ist, Pets ballerst du nicht so durch wie gestörter. Mit der normalen Kaffeemaschine baller ich mir das Zeug direkt rein, als würde ich es mir in die Vene jagen. Also, ich glaube, so eine Kaffeemaschine würde, was mein Kreislauf angeht, nicht gut helfen, weil ich mir vollkommen mich wegkillen würde. Hallo. Das ist kein Thema, ramm mich in den Van rein. Das war vielleicht ein Süßigkeiten-Van. Die Kinder waren gerade fleißig an Süßigkeiten. Ich meine. Es geht hier, es sind um die Gewicht. Ich finde den Megane sowas sexy, ne? Mit der Tief und so. Ich habe gar nicht mehr versucht auszuweichen. Ich habe nur die Scheibenwerfer gesehen und dachte mir so, okay, guten Tag. Mich hat es nur gewundert, warum die KI gerade konsequent nach rechts alle ausweicht. Hab meine Antwort bekommen, Gegenverkehr. Warum bin ich nicht einfach geradeaus in den Nebenweg reingefahren? Warum bin ich jetzt konsequent dem Typen voll in die Front gehackt? Da drüben hat es auf jeden Fall auch noch ein anderes Muster gelegt. Da habe ich nichts mehr zu tun. Ich ziehe mich komplett aus der Verantwortung für Todesfälle anderer Fahrer. Wer nicht fahren kann, ist selbst schuld, bin ich. Ich ziehe jetzt einfach. Das ist halt Kacke. Alter Lambo, bleib hier. Gib es. Oder das Spiel schmiert ab. Das ist natürlich auch ganz cool. So, dann sind wir jetzt zurück wieder am Rennen. Ja, wie sorgen wir, dass das Spiel wieder abgeschmiert ist. Ich glaube, zum Rückspulen wollte es nicht so ganz. Ja, dann fahre ich mal eine andere Spur.
Ich muss hier rüber. Hä, wo soll ich denn da jetzt hin? Da war ein Zug. Da hätte ich schon links an den Zug vorbeigemusst. Da war doch jetzt zu, oder nicht? Okay, ich muss nochmal gucken. Es sah so aus, als wäre zu gewesen. Ich muss da nach links. Ja, Zug, Zug, Zug. Zug, Zug, Zug. Ach, kann ich wieder den Waggons tun? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich war zu langsam. Okay, gut zu wissen. Ja, schön. Ich war zu langsam. Ja, geil. Hätte ich gar nichts dran ändern können. Ach, es geht ja hier runter. Ach, kacke. Es ging ja darum, man könnte runterfahren. Ja, okay, dann machen wir es ganz halt noch einmal. Manchmal ist es echt schwer zu erkennen, wo du lang kannst. Aber jetzt war ich zu langsam. Gut zu wissen. Okay, jetzt war es, glaube ich, schon mit den Zügen. Ich hatte mich auch schon gewundert, wo gibt es hier fahrende Züge? Warum steht da fucking Fässer auf der Straße? Das ist doch kein. Wir spielen doch gerade nicht mehr die Kampagne. Hier muss doch nichts mehr Actionhaftes passieren. Was zum. Ich spiele jetzt einfach so konsequent durch, weil das so. Ja, was soll halt passieren? Ich bin halt ein bisschen die Karre mit versetzt, dann war's. Wenn hier gleich in Luft gesprengt wird. Alter. Junge. Nein, 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 nein. Ah, ah. Habe ich schon mal mit, dass das Fahrverhalten für Slalomfahrten nicht geeignet ist. Ich hab gerade nicht mal mehr Silber hingekriegt. Also, fassen wir jetzt zusammen. In dieser Mission hatten wir Tunnel. Gut, die waren nicht so problematisch. Wir hatten Züge, die uns fast überfahren hätten. Und wir haben Fässer, die ganze Zeit in die Luft sprengen hätten können. Geil. Schöne Mission. Gerne mehr davon. Also jetzt meine ich mal ehrlich, das ist geil. Aber ja, das ist am Anfang mit dem RTR auch gefahren, so das Spiel abgeschmiert ist. Da muss ich der Polizei jetzt erlassen, das Rammmanöver kam im richtigen Zeitpunkt. Genau in dem Moment, wo eine fucking Straßenlaterne in meiner Karre auftaucht. Mann! Krieg ich jetzt gerade nichts zu machen, ey. Bei dem Bodycheck war es halt weg. Was lernen wir daraus? Nicht mehr von der Polizei Bodycheck. Nein! Kennt ihr das, wenn ihr euren Tod schon auf 2 Kilometer Entfernung seht und einfach so denkst, so gut, war's halt. Jetzt ist halt doof gelaufen. Mann! Kommst halt schön über die Kuppe angeflogen. Ich so, oh ja, da ist das Ziel. Dann siehst du nur so Cayenne vor dir auftauchen. Und dass der Reset-Punkt 50 Kilometer vor dem Ziel ist. Ah. Nein. Alter. Ich habe gerade den Lotusfahrer offiziell umgebracht. Der ist tot, tot, tot. Und wir haben Platin geholt. Ja, es ist die einzige. Oh, es ist die einzige Platin-Medaille dieser Folge. Wir waren schon mal besser. Aber ich habe gerade einen Lotusfahrer umgebracht. Und Platin geholt. An sich war das das erfolgreichste Rennen, glaube ich. Alter, der ist ja. Ich hab den irgendwo vollgenommen und gegen irgendeine Kante gefetzt. Den hat's halt direkt komplett gewickelt, ey. Nicht, dass ich das gut finden würde. Nein. Das ist absolut nicht gut. Sick Edition Firebird hoch. Das Ding ist einfach gefühlt. Ja. So, dann machen wir mal den Motor an. Ich will den V8 nämlich mal hören. Habe ich jetzt aus den Fahren gedrückt? Ich habe exakt die falsche Taste. Die einzige, die daneben war, gedrückt. Nein, den wollen wir ihn noch nicht hören. Ich will ihn jetzt drinnen hören. Einmal bitte rein. Das ging jetzt aber schnell. So, noch einmal. Welche Taste habe ich denn da gedrückt, dass wir gefahren sind? So, nochmal rein. Hallo, wo ist die Einstieg? Da. Ich habe irgendeine falsche Taste gedrückt. Ah, da oben die. Okay. Jetzt aber. Alter. Nee, tut mir leid. Alle so, ah, oh, kein besonderes Design. Ich dann so, ah doch. Vergesst es. Vergesst es, da haben wir Sidepipes mit auf dem Ding drauf, das will ich nicht haben, weil wir machen überall Sidepipes auf dem Design drauf, wir haben aber keine Sidepipes. Sieht aber hämmert aus, wenn ich keine Sidepipes auf dem Design drauf habe. Ich glaube, wir kommen auch nicht drum rum, kann das sein? Dann könnte Turismo 4 die Renndesign vom M3 GTR. Ja, das mal runter, zur Not haben wir halt. Was haben wir dann? 6 Ausbruch oder 8? Ich bin mir nicht sicher, ob er auf der anderen Seite auch Sidepipes hatte. Kann sein. Wenn ja, haben wir jetzt 8 Auspuffrohre. Mein Gott, man kann davon nicht genug haben. Der neue Bugatti hat auch 8. Ich weiß nicht, was daran verkehrt sein könnte. Ne, wir haben nur 6. Okay, oh, Alter. Okay, das ist sehr direkt. Und Nitro klingt auch gefühlt so, als würde ich eine Explosion auslösen. Das finde ich gut. Das ist auch gar nicht übel, dass ich sage, okay, wir bringen jetzt nur bei Epic Games Store raus auf PC. Weil als kleine Studie nimmst du, glaube ich, jedes Geld mit, was du kriegen kannst. Ist es aber, wenn dir so ein Projekt so am Herzen liegt. Ich glaube, den Jungs von Streetfield. Mädels, Entschuldigung. Von Streetfield Entertainment liegt das wirklich. Wie viel Nitro können wir hier? Oh, wow. Holy shit! Kann man jede Kurve Vollgas fahren? Also mit ein bisschen bremsen? Holy shit!
Tempo von 197er pH. Ach so, ja gut. Ich dachte zu kmh, aber ist doch gar nicht mal so langsam. Ich habe ein bisschen Nitro gesammelt in Runde 1. Ich brenne da mal ein bisschen die Strecke ab. Ne? Der Asphalt könnte jetzt ein bisschen weich werden. Schön, ich lasse den direkt wieder auf, weil ich hier rumdrifte. Was ich hier... Boah, sehr schnell. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Den anderen getakedown. Ja, das war geil. Willkommen zurück zu Burnout 3. Alter, kein Scheiß. Also, ich mein's ehrlich, mir stellen sich gerade wirklich die Haare auf. Ich habe gerade Gänsehaut des Todes. Ich feiere das so. Liebe Jungs von EA, ich hoffe, ihr beißt euch richtig hart in den Arsch. Ich hoffe, das Ding wird hier richtig erfolgreich in EA beißt. Ich bin zwar ein Riesenfreund von EA, aber in solchen Fällen denke ich mir richtig so, bitte beißt sich der Publisher so richtig hart in den Arsch und denke ich so, warum haben wir das nicht weitergemacht? Warum waren wir so dämlich und haben gesagt, ein Arcade... Ich muss einfach mit dem Wagen klarkommen, der ist ein bisschen schneller. Ein Arcade-Rennspiel allerdings, was Speed reicht. Wir brauchen nicht noch einen Burnout. Der Burnout war ja voll und erfolgreich. Oh, Danger Time. Das gibt's auch? Ach krass. Und wir haben Spotify implementiert. Ja, da hat's mir leider ein bisschen reingefetzt. Um abzuhauen. Ob du willst draufgehen. Okay, jetzt sollte ich vielleicht ein bisschen anders ausdrücken. Ihr wisst, also, da flog gerade auch in meine Windschutzscheibe. Hui. Ja, schöne Aussicht da oben, glaube ich. Spoiler ist ganz geil, ne? Alter! Okay. Ich sehe, wie das läuft hier. Alter! Ich habe keine Ganganzeige, das ist schon mal ein großes Problem. Aber, erster Punkt, Grip ist da. Und wie? Und der Klang, heilige Scheiße. Da werden wir auf jeden Fall gleich hier nochmal kurz ins Replay reingucken. Hilfe! Ich würde gerne zurücksetzen. Mein Reifen helfen, ich denke, das war eine ganz gute Wahl. Oh, und ABS haben wir keins. Hallo, Büsche, lasst mich wieder raus. Das sind sehr massive Büsche, die wir hier haben. Spanien hat sehr massive Büsche. So, jetzt bin ich auf jeden Fall im zweiten, das weiß ich jetzt. Ich muss mal ein bisschen mitzählen, das Teil hier. Oh shit, ja, da geht's in die Leitplanke. Na, verdammt. Einmal kurz. Macht auf. Einmal wieder schön zurücksetzen. Schön so. Hier geht's ja nicht um Bestzeit hier, wir wollen ja den Wagen ein wenig ausprobieren. Aber das Ding marschiert auch mehr. Also, ich glaube, du kannst mit dem auf solchen Asphalt-Rallyes ultra schnell sein. Ich freue mich auch noch, wenn der deutsche Rallye mal reinkommen sollte. Dann sollte das Ding hier wirklich sein Highlife erleben, weil das ist, glaube ich, so eine Strecke, wo du das Ding dann richtig fliegen lassen kannst. Aber allein wie der aussieht auf der Strecke, wie das Ding so vorbeifliegt, ey. Oh. Worauf werde ich vorbeifliegen? Ich dachte, da übersetze ich das Ganze mal. Sie ist einfach nur noch Rauchwolken und der M1 ist weg. Ja, war gar nicht teuer. Costa Quanta kannst gar nichts. Oh, Junge. Alter, fahr weiter, ey. Die Karre ist... Ja, okay. Karre hat so ein leichtes Problem mit den Bodenwellen. Man merkt, dass das Teil nicht hierfür gebaut ist. Man merkt eher, Asphalt ist eher so das Terrain. Alter, hoppala. Da ging aber jetzt ganz mit dem Arsch weg. Da war ich zu viel am Gas. Oh, komm schon. Komm, bleib bei mir. Kämpfen. Und Schuss. Boah, das war's. Boah, Halleluja, ey. Bin ich jetzt rückwärtsgegangen oder nicht? Hast du neutral gefunden? Das ist der erste. Okay, super. Nein, und weg. Falscher Gang. Aua. Ich würde gerne wieder zurück auf die Straße. Boah, was eine Kampf. Also Schotter, also ich kann euch das Ding empfehlen, wenn ihr Bock auf Asphalt habt. Auf Schotter habt ihr auf jeden Fall richtig zu kämpfen, ey. Er macht Laune. Man muss halt... Boah, fahren, üben damit. Ne, Rückwärtsgang. Ich an den Zaun schon fest, hoppala, ich dachte, ich hätte noch Platz sein. Ich könnte den ganzen Grenzer kloppen, ne? Ich habe aber gesehen, dass er qualmt, also unser Kühler ist im Arsch. Wie macht er ultra Laune? Komm, nein, nicht schon Bock! Ah.
Oh, das war zu viel. Das war zu viel und tschüss. Ja, hab ihn noch. Alles gut, zurück. Ich komme nur zurück. Alles gut. Voll unter Kontrolle. Boah, Alter. Das Ding ist aber auch eine Sau beim Quergehen. Meine Fresse, ey. Hängt schon wieder irgendwo fest. Alter, ey. Ja, hör auf, das zu jubeln. Hier gibt's nichts zu jubeln. Das ist traurig. Ja. Oh Gott, oh Gott. Ich hab gedacht, komm, probier's es. Du warst so, ich war gerade so schön im Drift. Ne? Ich dachte, ich krieg das noch gerettet. Krieg ich nicht. Oh Gott. Komm hier raus. Komm mal. Ziel frei und. Oh, ich würde mal sagen, gehen wir mal genau. Calbro Fonda. Hab ja gerade den Livery von dem Formula DD im Hintergrund gesehen. Das ist einfach Marlboro Honda. Die nehmen einfach Calbro Fonda. Ich mag die Art und Weise. Es hat so ein bisschen was von Nice damals. War auch einfach so, wir können ihn nicht Trabi nennen. Da müssen wir, ändern einen Buchstaben, dann klingt das anders. Das ist die Idee. So zwei Buchstaben. Das ist kein Marlboro, aber da steht doch fast Marlboro drauf. Nein. Und das ist auch kein Honda, nein, das ist ein Fonda. Da sieht man auch ganz klar, das ist ein riesiger Unterschied. Das hat mit dieser Marke nichts zu tun. Ja, müssen wir jetzt hin? 6 Sekunden zurück, willst du mich verarschen? Nee, keine Sorge, das mache ich schon allein, richtig. Oh, mach mal. Das will ich halt hart feiern. Alter, was mache ich denn hier gerade? Komm, probieren wir jetzt gerade einfach mal aus, okay? Okay, nein, kann man nicht. Kein großer Sozial, ist er doch. Ich würde ihn gerne Takedown, einfach aus Prinzip. Einfach um über. Oh, das war knapp! Aber ich würde es halt immer noch interessieren, wenn jetzt ein Burnout weitergekommen wäre von EA. Wow. Ich weiß nicht, ob sich Master gut verkauft hat. Wie gesagt, ich fand es jetzt nicht brillant gut. Es war jetzt auch ein wunderhübsches im Verhältnis zum Original. Die wollten dann irgendwie sehr. Alter, wo kommen die ganzen LKWs denn her? Nummer 21. Wehe, ich krieg keinen Platin. Ich raste hier aus. Push dich! Ich will nicht von meiner Heatwave runter. Hau ab! Ich geh nicht vom Gas. Ja, Heatwave in der Luft. Bam. Ja, habe ich schon mal gesehen, dass das Spiel hier und da noch so seine Macken hat. Sowas zum Beispiel. Weil da müsste jetzt die Heatwave normalerweise gesagt haben, okay, der hat Stillstand, hier aus damit. Also wenn ich eine bestimmte Geschwindigkeit schreite, dass Heatwave dann einfach nicht mehr aktiv ist. Das wäre halt eine Option. Und nicht, wenn ich den Pickup im Heck hänge, ich weiter in die Atos hängen kann, bis das Spiel sich irgendwann denkt so, okay, reicht jetzt, wir sind jetzt in die Karre einfach in die Luft und du hängst halt weiter voll auf. Wir haben kein Platin bekommen. Ich weiß nicht, ob man Platin kriegen kann in normalen Event. Ich spiele einfach Takedown. Alleine, um ihm das Leben schwer zu machen. Dankeschön. Wenn ich hier Gegner überhole, wir spielen immer in Dangerous Driving. Da muss er damit leben, dass hier Dangerous gedrived wird. Da fahre ich ja nicht Carefully Driven vorbei. Das heißt ja nicht Carefully Driving. Das will auch keiner spielen. Leute, willkommen bei Carefully Driving. Bitte fahren Sie sicher auf der rechten Spur. Halten Sie sich an die Geschwindigkeit, sonst müssen Sie leider kontrolliert werden. Ja, bei zu vielen Punkten in Flensburg, dann müssen wir ihnen leider den Führerschein abnehmen. Das tut uns sehr, sehr leid. Willkommen hier bei Carefully Driving. Keine Sau, ever. Carefully Driving. Leute in den Tod bringen. Absolut sympathisch. Einladen. Gerne wieder. Das ist ja meine Rezession. Da könnt ihr jetzt auch mal langsam ans Ziel kommen. Ich meine, ich habe 30 Sekunden Vorsprung. Soll ich den Kollegen komplett seine Ehre nehmen oder was? Ehre genommen. Oder ich baue einen Unfall und lasse ihn wieder ein bisschen rankommen, ne? Um so ein bisschen Spannung reinzubringen und ein bisschen die Varianz in dieses Event reinzukriegen. Momentan ist einfach nur, ich habe da nicht noch durch und gebe ihm richtig. Wow! Ich glaube, das erste Mal, dass ich abgehoben bin. Also abgehoben im Sinne von, bin ich abgehoben, ohne es ist, also wegen der Straße. Nicht, weil das Spiel meint, oh, sie hängen hinten auf dem Pickup drauf. Erstmal abheben. So, nach diesem kleinen Cut sind wir dann wieder zurück. Ah, war ein schöner 360er, der hat natürlich punkttechnisch gar nichts gebracht, weil 360 Grad Drehung werden leider nicht mit Punkten belohnt. Mann ey, ich war im ersten, erste Runde war ganz gut eigentlich, ne? Die erste Runde lassen wir mal so stehen. Ja, vor allem, dass wir die Karre jetzt so, der Wand stehen, scheiße. Ah, jetzt haben wir für die Rechtskurve hier keinen Schwung, scheiße. Weil scheiß blöden Rennreifen haben halt zu viel Grip, ey. Die Karre will halt eigentlich nirgendwo hin, außer ich prüge die Handbremse. Weil der RX-7 Formeffekt gefühlt wie auf Schmierseife. Ich will auch wie auf Schmierseife fahren. Wir haben Teile. Natürlich haben wir Rennschürzen von Forza, weil es gibt manchmal Momente, denke ich mir, jetzt ein Mercedes-Benz X-Class Renncup. Das wäre jetzt echt cool, das wäre jetzt das. Warum denn? Warum haben wir so. Ich will
Offroad-Teile. Wie bei den ganzen SUVs, wie Cayenne und so. Ja, diese ganzen, deswegen gucken wir mal ganz kurz eine kurze Sache, die ich gucke. Ich wollte eigentlich gucken, wie hoch die Karre kommt, aber ich bin einen Slot zu weit gerutscht. Alter! Nee, wir machen gar nichts mit Offroad. Leck mich am Arsch, Alter. Ich mache einen geslappten X. Alter! Das ist ja total krank. Liebe Jungs von Playground Games. Ich liebe euch. Ich liebe euch. Eindeutige Sache, ihr bringt die Drift-Event rein, bringt einen Pickup-Truck, das Ding kann man tieflegen. Alles gut, ich bin zufrieden mit der Welt. Alles super. Alter, ja, da wird jetzt erstmal ein Drift-Pickup gebaut. So, liebe Leute, so sieht's aus. Mercedes ist so geil, wir haben unseren X-Class drin. Die Leute werden das Ding richtig zum Aufholen und dann ein Dreiviertel der YouTuber so. Wie wäre es, wenn ich diese X-Class jetzt driften würde? Ja, ich gehöre zu Dreiviertel dieser YouTuber, aber wenn die Karre so geslampt dasteht, lege ich das Ding sicher nicht höher. Sind wir mal ehrlich. Da gibt es gar keine Verwendung für. Ach krass, Geländereifenmischung gibt's sogar. What the fuck? Wir machen hier schön Rennen. Also aber so, dadurch, dass die als X-Class reingekriegt worden, habe ich gedacht, geil, schön Offroad-Bau, ne? Mach's schön Offroad-Bild, ne? Hab ich mir wirklich so gedacht, ne? Schöner Offroad. Macht die Kamera am meisten Sinn. Da bringen die aber keine Offroad-Teile ran. Da muss man damit leben, dass Leute das Ding auf den Boden slammen und anfangen quer zu fahren durch Edinburgh. Das ist mir vollkommen egal. Wenn man mal keine Offroad-Teile rein, dann muss man die Konsequenzen nehmen, dass X-Klassen jetzt plötzlich quer fahren statt bergauf. Du hast dein Ziel erreicht. Das sollte meistens wirklich klar sein. Man weiß, was für eine Community man hat. Man hat das Drift Adventure reingebracht. Das sollte jetzt einfach die X-Klasse auf dem Driftmonster umzubauen. Das ist einfach nur vernünftig. Und macht auch leider Höllenspaß. Es tut mir leider sehr leid, liebes Team von Playground Games. Ich könnte jetzt sagen, oh, das ist aber dafür. Das macht gar nicht so viel Spaß. Und Mackie X-Klasse möchte ich lieber aufbauen. Ich sag so, nee, das fährt sich schon ganz sexy eigentlich. Ja, das ist schon eigentlich ganz nice. Man merkt den Ursprung dieses Fahrzeugs nicht an. Das kann ich übertreiben. Aber Spurverbreitung können wir machen. Okay, dann werde ich das Fahrzeug einfach selber einstellen müssen. Wie viel können wir? Wer kam denn auf die Spurverbreiterung, Alter? Das steht ja vollkommen in dem Auto. Hier, warte. Das ist schon hart am Limit. Nicht mehr hart am Limit, vollkommen nicht mehr TÜV-konform. Alter. Das, ja, kein Scheiß, der Reifen steht neben dem Auto. Das ist nicht so ganz richtig. Also... Der Schritt ist vielleicht einen Tacken zu heftig. Es könnte so ein bisschen weniger werden. Das habe ich echt tiefer drin. Also muss ich. Aber schön ist, der ist also echt bei 3,15 gedrosselt. Hier im Spiel nämlich nicht. Da sind wir schon bei 3,50. Der ist also zugemacht bei 3,15. Also muss ich jetzt ein Drift-Fahrwerk und Offroad-Fahrwerk einbauen, um die Karre höher tiefer zu bekommen. Was ist das denn für ein Quatsch, Alter? Das kannst du keinem erzählen, ne? In einer anderen Folge habe ich heute eine X-Klasse, ein Driftfahrwerk eingebaut, wo man denkt, der baut ein Offroad-Fahrwerk. Jetzt habe ich die Scheiße, habe ich einen GT4-Türer und ich baue ein Offroad-Fahrwerk. Das ist doch verkehrte Welt hier bei Forza, Alter. So, jetzt kann ich nämlich runterdrehen, Gott sei Dank. Klangtechnisch könnte es noch ein bisschen assiger sein. Er ist mir noch ein bisschen zu lieb. Die wirken irgendwie so ultra wuchtig auf den Reifen, ne? Also die Felgen. Was? Okay. Ich wollte gerade sagen, was ist mit diesem Auto los, aber das Offroad-Fahrwerk, kurzer Hinweis, das Offroad-Fahrwerk glitscht bei der Karre, weil wir sind gerade im Boden versunken. Vor Scham, versteht sich. Ich hab mich schon gewundert, warum wir so unglaubliche Seitenneigung haben. Warte, achtet doch mal drauf. Ich muss mal kurz das Fahrwerk erschaffen. Okay, lag am Fahrwerk, alles gut, Karre fährt sich wieder normal. Ich habe den AMG GT 4-Türer wieder heile gemacht, AMG, alles super. Falls ihr mich braucht, ich bin guter Mechaniker. Falls jemand Offroad-Fahrwerk in seine Karre einbauen sollte, das war zu motiviert. Oh Gott, Hilfe! Ich muss gerade erstmal auf die Karre klarkommen. Die 2 Tonnen machen mir so ein bisschen zu schaffen.